wenn dieser Koran auf einen Berg herabgesandt werden würde, dann würdest du ihn demütig, unterwerfig, würfig, bitte? Würfig sehen. Ein Berg. Schau dir an, wie gewaltig ein Berg ist. Schon mal einen Berg gesehen, von unten, so, schon mal die Alpen gesehen zum Beispiel oder andere Gebirgslandschaften. Diese Berge würden demütig sein. Warum? Weil der Koran auf sie gekommen ist. Warum? Weil es Worte Allahs sind. Stell dir mal vor, du hast irgendeinen Professor. Und er redet über ein wichtiges Thema und du sagst, das war jetzt eine schwere Kost. Also diese Vorlesung, dieser Vortrag, da hat es in sich. Ja, und du bist auf einmal so ruhig, was los? Dieser Vortrag, der hat mich wirklich genommen, also mich wirklich berührt. Und das sind Worte eines Menschen. Und trotzdem denkst du, Junge, was das für ein Vortrag gewesen. Wie ist es dann mit den Worten Allahs, subhanahu wa ta'ala? Deswegen, ich glaube, das hatte ich ja letztens erwähnt, dass wir überhaupt die Worte Allahs lesen dürfen, das ist ein Wunder. Ich hatte ja erwähnt, Allah azza wa jal, als Musa ihm gesagt hat, alayhi salam, lass mich dich sehen. Weil Musa alayhi salam hat mit Allah gesprochen, dann hat er gesagt, Allah, das war so schön, darf ich auch sehen? Sehnsucht nach Allah, möge Allah uns ihn sehen lassen, yawm al-qiyam. Da sagt er ihm, guck mal, du kannst mich nicht sehen. Und damit du das verstehst, dass du mich nicht sehen kannst, weil Allah will ja nicht Musa etwas antun, schau dir mal diesen Berg. Wenn dieser Berg bestehen bleibt, fest bleibt, dann heißt das, du kannst mich auch sehen. Als Allah Azza wa Jal den Vorhang etwas genommen hat, sich etwas gezeigt hat, ist dieser Berg zu Erdboden geworden. Dieser Anblick, nur dieser Anblick, also Musa hat Allah nicht gesehen. Er hat nur gesehen, wie der Berg zerfetzt wurde, ist Musa in Ohnmacht gefallen. Was wäre dann, wenn er Allah gesehen hätte? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist jemand Gewaltiges, Jalla Jalaluhu. Und wir dürfen seine Worte lesen.